Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Forest und es regnet durch die Decke. Ist das nicht schön? Ja, ihr habt recht, es ist nicht schön. Dir ist kalt, du bist nass, baue Feuer, um dich zu wärmen. Okay. Weißt du, gerade aufgestanden und schon direkt am Frieren, am Zittern. Du hast Durst. Ja, wir haben ja auch noch Rehfell. Rehfell. Wir haben noch Rehfell. So, Sitzfläche ist da. Die brauchen wir momentan hier nicht. Okay, das war's dann eigentlich so mit. Da haben wir die Waffen schon mal safe zur Seite gelegt. Und wir bräuchten vielleicht mal. Wäre nicht schlecht, wenn wir das machen. Da. Die Wand sieht doch gut aus. Zack. So eine kleine Wohnsiedlung für Vögel. Oh, der ist ein bisschen tiefer. Das ist nicht so die Oberschicht. Zack. Das ist in Ordnung. Das müssen wir durchgehen. Hier ist sowieso alles krumm und schief. Wer hat uns denn hier eingesperrt? Uns geht's gut. Gut, Fälle haben wir sonst keine mehr. Zu essen können wir uns auch noch mal ein Fischchen gönnen. Ich dachte gerade, das wäre ein Eingeborener. Wäre nicht so schön gewesen. Dann fangen wir mal wieder an mit dem Holz, ne? Diese alten Bäume, die sowieso keiner mehr braucht. Oh, der Mond ist voll hübsch. Mal gucken. Der braucht da einen. Genau. Dann können wir da drüben die Schränke schon mal soweit fertig machen. Und das Dach, sage ich euch, das wird nie fertig. Wobei, wir können auch erstmal die Vogelhäuschen. Ja, wir müssen sowieso hier irgendwie alles mal fertig bauen. So, die Rückwand ist schon fertig. Dann kommt jetzt der nächste Baum. Hier liegt noch ein Ästchen. 1,33 haben wir schon mal. Das ist doch schon sehr gut. Haben wir einen Vogel vom Baum gehauen. Das ist natürlich tragisch. Echt jetzt? Wir packen das Fleisch gerade rein und das geht raus. Das ist tragisch. Da warten wir mal kurz, bis fertig ist hier. Ich mag keine ungeraden Zahlen. 222 Geld ist in Ordnung. Hm,
Und es regnet schon wieder. Was ist denn hier los? Sag mal. Ja. Ich dachte, ich bin im Wald. Ich glaube, ich stehe im Wald. So, Versteckers. Guri, 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 guri. Gott, 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 Gott. Okay. Ah, ist direkt wieder abgewaschen. Ah, ja, okay. That makes sense. Schon mal unsere Apotheke aufmachen. Da kommen dann die Snacks rein. Bei den letzten werde ich dann wahrscheinlich die Getränke oder bei die Apotheke könnte am besten im Dienst sein, ne? Ja, komm. Machen wir die Medizin wieder ein. Dann machen wir hier unser Dosen werfen. Du kommst raus. Jetzt stell dich auch nochmal an. Und wie oft will es eigentlich noch regnen? Normalerweise müsste ich jetzt hier Mr. Blue Sky spielen oder sowas. Oh. Hier ist ein Stickerchen. Dass man hier nicht mehr in Ruhe irgendwas bauen kann. Wisst ihr was? Wir brauchen dringend Musik. Wow, da kommt wieder. Das sind ja richtige Superhelden hier. Oh, das ist ein Headshot. Das ging daneben.
Okay. Du Schwabbel, du bist dran. Na komm. Ey, jetzt bin ich. Warum verreckt ihr nicht? Schwabbelchen. Jetzt stirb doch mal. Ja komm. Gut. So, dann können wir auch hier ein bisschen Rüstung holen. Sehr schön. Wie der schwabbelt. Sieht aus wie so ein Pudding. Die Ritze dazu. Gut, er hat aufgehört zu schwabbeln. Sehr schön. Zu viel Schlamm hier oben. So, dann verkuppeln wir den jetzt hier auch noch. Da ist ein Holz. Mit den auch fertig. Dies läuft doch alles wie am Schnürchen. So, Schwabbel braucht noch einen Namen. Müssen wir uns noch einen überlegen. Das ist ja Ursula hier. Oh. Da hat einer für uns schon ein bisschen Arbeit abgenommen. Kennt ihr einen dicken Disney-Charakter? Ein dicker Disney-Charakter. Wenn wir doch keinen niedlichen haben, oder netten oder freundlichen. Weil sind ja böse. Klar, der Glöckner von Notre Dame ist jetzt auch kein böser, aber jetzt ist uns kein anderer eingefallen, der sich so komisch bewegt. Klingt fies, ist aber so. Ja. Hier kommen wir auch nochmal. Sind die auch schon mal weg? Knochen können auch oben und oben muss ja auch noch die Dingsens fertig gemacht werden. Die Lampe. Oh. Zack, da ist die Knochen. Die Schädel. Fertig. Leuchtet. Gut. Was hätten wir? Hier, die können wir eigentlich auch mal eben schnell, zack. Und tschüss.
dieser ganze Schlamm hier, ne? Das ist ja furchtbar. Ah, jetzt hat er auch mal getroffen. Und der nächste. Dann kriegen wir zumindest mal ein paar von unseren Stöckchen. Ordentlich Platz. Bisschen Luft zum Atmen. Ich meine, ist ja voll stickig hier im Wald. Ist ja aber auch kein Wunder bei den ganzen Leuten, die hier rumrennen. Das kann die Natur natürlich nicht kompensieren, weil ich hier verbraucht wird an Luft. Wenn da auch noch so einige Vollspasten dabei sind, die ganzen Bäume abholzen, aus niedrigen Beweggründen, dann kann schon mal eng werden. Schon wieder Schlamm. Was ist denn das? Ich weiß, es hat geregnet, aber trotzdem so viel Schlamm. Okay, hat ziemlich viel geregnet. Ja, ihr habt recht, ist in Ordnung. Gut, ich hab auch. Gibt es nicht noch irgendwo einen einzelnen losen Stock? Einen einzigen, mickrigen, krüppeligen Stock. Da. Da hätte ich auch gleich einen Baum fällen können, ne? Ich bin so intelligent manchmal. Oh, kannst du mehr tragen, Steine. Ja, woran liegt das bloß? Und wir haben auch keine Ausdauer mehr. Ein Schlag, echt jetzt? Willst du mich doch rollen? Ja, der Stein, der mischt sich wieder ein. Das finde ich voll gemein. Wie kann denn das bloß sein? So, das heißt, es ist genug Reimerei. Mal mit den Typen hier jetzt endlich fertig. So, guck mal, da ist der auch schon fast komplett. Der Kollege. Oh, es fängt schon wieder an zu regnen. Ey, du willst mich doch. Also so langsam habe ich die Schnauze voll. Da habe ich echt die Faxen so ein bisschen dicke. Das schien ja nicht so tasty zu sein. Wenn es so ganz dunkel ist, dann sollte man das am besten nicht mehr essen. Okay. So, jetzt sind wir aber wieder komplett. Gut. Wir sind komplett und haben eine Feder. Bäumchen. Muss weg. Oh, schon wieder 90 Minuten. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Alter. Und dabei mache ich ja noch nicht mal viel. Ich gebe schon mein Bestes hier. Das scheint wohl zu wenig zu sein. Für
das auch gerne mal mit anderen spielen wollen, tatsächlich. Aber bisher hat sie noch niemand gefunden. Also gefunden zum Spielen schon, aber die haben das Spiel nicht. Weil so einsam, da werde ich doch ein bisschen Kiere bei. Habe ich Knick in der Optik oder war da gerade ein bisschen verbogen gebaut? Ich glaube, ich habe einen Knick in der Optik. Ich sag ja, ich bin zu lange alleine auf dieser Insel. Ich werde bekloppt. Und Baum fällt. Wie sonst auch. Lonely, I am so lonely, I have nobody. Gut, Stöckchen sind platziert. Das läuft alles. Hier wollten wir die Schnecks. Und alles, was wir dann noch in Schnecks finden. Wie, da dazwischen passt keiner mehr hin? Wie langweilig. Gut. Nennen wir das auch. Das ist unsere Medizin, da sind unsere Vorräte. Das ist auch schon mal gut. Dann haben wir da schon mal ein bisschen Sortierung drinne. Hier müsste ein Baumstamm irgendwie abgehauen sein, glaube ich. Da ist er. Da flieht der einfach. Besorgen. Und dann geht das fröhliche Bauen weiter. Hab dich. Du bist mein. Was war denn das? Hä? Was sind die ganze Zeit so komische Geräusche? Ein Federn haben wir. 17 Stückchen. Kannst du auch nochmal weg? Oh. Oh. Mies. Das Bambi hat echt Glück. Jetzt vor den Hintern. Haha. Er ist short. Aber noch ein Bambi. Können wir den Baum hier auch gleich einmal bisschen kürzen, aber nicht viel. Ein bisschen Haare schneiden. Zack. Siehste, ist doch gar nicht so viel abgefallen. Hat sich ja kaum gelohnt. Zack. Jetzt noch Bambi.
Können wir da eigentlich jetzt noch einen Bilderrahmen rummachen? Nee. Stockrahmen. Wobei. Sollte eigentlich klappen, oder? Ich glaube, so ist es auch gedacht. Glaube ich. Weil Bilderrahmen haben ja auch immer diese Trennwand hinten. Ich glaube, so ist es gedacht. So. Du bekommst einmal kurz hier Echsenhaut. Siehst auch nicht mehr so nackig aus. Da hat die Tarnrüstung. Aber die könnten wir eigentlich auch einmal kurz. Ne? Zack. Ich glaube, jetzt ist die fertig. Da haben wir unsere Tarnrüstung. Unsere Knochenrüstung. Weil da fehlt noch ein Knochenstück. Hier sieht das eigentlich ganz gut aus. Und da kommt dann die Echsenrüstung ran. Wo haben wir noch eine für Mutantenrüstung? Aber Mutantenrüstung ist so selten. Ich glaube, das Ding würden wir niemals vollkriegen. Oh, 24 von 91 haben wir schon. Läuft. Rückwärts und bergab, aber es läuft. Oh, und kurz ein bisschen Energie tanken. Dieses müssen wir auch noch machen. Okay, Stecker sind fertig. Können wir nicht mehr sammeln. Dann machen wir noch eben schnell einen Baum hier. Hopp. Das sieht doch schon ganz gemütlich aus. Finde ich. Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Irgendwie guckt das keiner oder schreibt keiner Kommentare. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, aber auch für die Leute, die später gucken, es wird wahrscheinlich noch mal irgendwann weitere Folgen geben, denke ich mal. Das war's mit Sprengstoff, mehr haben wir nicht. Oh, Tatsache. Okay. Wir sind richtig gut ausgestattet. Jetzt müssen wir nur noch die Echse hier aufhängen. Komm, Fisch weg, Echse ran. Fertig. Warum haben wir es komplett weggebracht? Ne? Ja, gut. Dann holen wir uns halt den hier ran. Baum hat es gesammelt. Ich habe mich gefragt, wann ich wieder Baumharz kriege. Nein, 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 falsche Richtung. Oh. Ich dachte schon, der fällt ins Haus rein. Okay, wir haben irgendein Tierchen erschreckt.
Klang erst wie so ein Mutant. Aber so langsam wird's was. Doch, doch. Hier könnte man zum Beispiel noch da was. Können wir hier vielleicht noch so ein Geländer bauen? So. Tack. Tacka, tacka. Tack. Tacka, 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 tacka. So. Wir wollen ja auch ein verantwortungsvoller Vater sein und dann, ne, wenn der kleine Timmy hier ist, dann ist so ein Treppengeländer, ist das schon wichtig. Nicht, dass er dann auf einmal so runterfällt. Das wäre bedauerlich. Ja, aber jetzt, wo wir das alles soweit fertig haben, würde ich sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.